Ich habe gerandomt und habe Disruptor bekommen. Und finde ich eigentlich ziemlich cool. Disruptor mag ich ziemlich gerne. Ich schaue noch gerade. Wie ich das genau brauche. Ich sollte mich jetzt mal auf den Weg machen hier. Das ist schlecht. Autsch. Haben sie einen Arrow getroffen. Autsch. Und der nächste Arrow getroffen. Das ist schlecht. Ja, ich bin nicht so sicher, ob das die Reborn schuld ist. So, ich nehme mal einen. Das sind zwei Sentries mit nach oben. So. Müssen hier oben aufpassen, dass man nicht. Okay, da war der Bounty gerade zu sehen. Dass wir nicht in den Bounty rennen. Der gammelt darum. Ein Sentry haben sie schon in der Mitte. Einen stellen wir nachher oben auf. Wen haben wir denn noch da? Ich war noch ein bisschen abgelenkt. Medusa und Venge. Oh! Das war etwas knapp. Tschüss. Danke, dass er nochmal nach vorne kam. Sollte eigentlich reichen. Ja, wollte gerade sagen, wenn das nicht reicht, gibt's Ärger. Und Shadow, denkst du, schon wieder tot? Ups, sorry. Ein bisschen aufpassen jetzt und hier mal ein bisschen Spiel kommen. Ich bin noch nicht richtig da. Venge muss man in der Mitte aufpassen, würde ich sagen. Ich werde gleich mal ein bisschen stacken und solche Geschichten. Und pullen. Ich werde hier erstmal gleich stacken und pullen. Das andere wird ja geblockt sein. Ich will es mal nicht blockieren, weil es nicht mit einem Ward geblockt ist. Ein Glimpse, muss das alles in die richtige Reihenfolge? Alles totaler Quatsch. Okay, Venge wird jetzt da selber von ihm harassed. Okay, die Medusa sollte erstmal das ganz okay hier haben. Ich gehe mal in die Mitte, da ist der Packner. Sie haben ein Sentry Ward hier. Ich stelle mal einen hier auf, mit ein bisschen bessere Vision. Okay, was ist mit ihm denn los? Okay. Da gammelt noch Mirana rum. Ich bin mal kurz hier mit dabei. Ja, sagen wir auf jeden Fall ein interessantes und spannendes Spiel. Nennen wir es mal so. Gibt's schon Flying Courier? Hüps, stopp, stopp. Zurück. Ich wollte ein Flying Courier. So. Was ist denn gerade für ein Quatsch? So, hat er noch Tangos? Ja, hat er auch noch. Can you stack Jungle for me, please? Den Jungle stacken. Können wir gleich mal machen. Holy shit. Okay, ist jetzt. Ein bisschen Damage ab. Bisschen sehr stressig gerade hier. Autsch, vom Arrow getroffen. Na, zeige mir nochmal. Fuck, ich hätte noch ein Dings gehabt. Ein Glimpse, wenn wir nochmal gesehen hätten.
Okay. Die Medusa kriegt im Moment ein bisschen Farm. Ich würde ein bisschen Auge drauf behalten und mir ein Town Portal holen, damit ich oben aushelfen kann, falls das nötig ist. Wind Ranger geht hier nach unten. Vor allem den Shadow Fiend müssen wir halt hier im Auge behalten. Oh, das war knapp. Ich laufe mal zurück in die Mitte und werde wieder einen Sentry aufstellen, weil irgendwie ist der weg. Ich weiß nicht, ob der schon einfach abgelaufen ist. Kann sein, dass er einfach abgelaufen ist. Stack meint er, glaube ich. Okay, aber der ist gerade unten. Jetzt werde ich mal gleich für ihn stacken gehen. Wenn der Bounty jetzt unten ist. Das war schon wieder knapp. Ich brauche mal. Ich hole auch noch einen neuen Observer, den ich hier unten hinstelle. Das geht so nicht weiter. Ja, nice. Den Anti-Mage gekillt. Ups, bin ich einfach reingelaufen. Das wollte ich nicht. So, ich werde unten einen Observer aufstellen. Dann stacke ich hier kurz. Bring den Battle Hymn ab. So, den Observer. Your middle tower is under attack. Ah, das reicht noch nicht ganz aus. Level 1 macht noch nicht so wahnsinnig viel Schaden. Den Observer stelle ich jetzt mal unten auf. Den brauchen wir, damit die Miraner nicht die ganze Zeit die Arrows verschießt und man davon nichts mitkriegt. Komm, zeig ihn mir nochmal kurz. Jetzt ist der oben der Bounty. Ich gehe mit nach oben. Na, ist der greedy? Kriege ich ihn nochmal zu sehen? Ganz kurz. Danke. So, und weg hier. Vielleicht ein bisschen ein paar Stick-Charges auch einsammeln mit dem Kollegen hier. Das wäre ja mal was. Ob das so nötig ist, dass wir die Lane pushen, weiß ich ja nicht. Ich werde mir gleich erstmal Mana-Boots holen. Mal drauf schießen. Geht. Okay, was geht da unten? So, ich weiß noch, die Mana Boots wollte ich fertig machen. Sehr schön, den Kill gemacht. Ups, das wollte ich noch gar nicht verwenden. Ich wollte das nur im Inventar umsortieren. Ja, immerhin schön noch getroffen mit dem Raze. Good job. Der Sentry hat ja auch geholfen. So. Okay, wie geht's der Medusa? Ja.
Ich überlege, ob ich 9 Cent Reward hier gleich in die Mitte stelle. Okay, da kommt hier ein Arrow geflogen, ja. Da kam ich nicht mal dazu, die Glyphe anzuschmeißen. Jetzt mache ich mir auf den Weg mit nach unten. Oh, sehr schön. Und komm noch ausgeportet. Die Windranger rennt. Sieht auch gut aus. Können wir unten mal nach der... Okay. Windranger muss ein bisschen aufpassen. So viel HP hat sie nicht. Lange kein Disruptor gespielt. 1,2 Sekunden ist die Verzögerung. Und jetzt pusht Pagna den nächsten Tower. Den zwei da unten, die Mirana auch noch. Look at how invulnerable Jaya's towers are. Autsch. Ja, den Pagner am Rand noch erwischt, aber den Kill gemacht. Sauber. Und den Stun. Und der Pagner war wichtig. Ah, schade, die Venge unten beschäftigt. Aber wir haben den Pagner gekillt und die Medusa hat vor allem überlebt und den Chase dann abgebrochen. Ich kaufe mal noch einen Observer Ward. Venge macht das. Irgendwie zumindest ein actiongeladenes Spiel. Das kann man nicht abstreiten. Und gegen das Team ein Force Staff. Ich will sogar noch mal einen zweiten. Ah, ist auf Cooldown. Ich will noch einen zweiten Ward holen. Um den Tower hoffentlich. Sieht ganz gut aus. Ich stelle oben gleich in einen Ward mal noch auf. Ein bisschen defensiver, weil der Tier 1 da schon fehlt. Na toll. Uphill Miss. Ein Ward stelle ich hier auf, das sollte eigentlich reichen. Haben wir oben ein bisschen Rotations im Blick. Unten auch. Dann ist der Pagner jetzt nach unten gewandert. Ich gehe auch mal mit nach unten. Ordentlich Sentries haben wir auf jeden Fall unten. Da brauchen wir meinen jetzt nicht so dringend. Ihr Mid-Hero, den müssen wir mal klein kriegen. Wo ist der blöde Ward von ihm? Irgendwo hier versteckt. Der Nether Ward, auch schon weg. Ah, okay, wollte ich gerade noch glimpsen. Sehr schön.
bisschen Mana für alle. Jetzt mal versuchen, den Tower mal zu pushen. Ja, die Early-Game-Phase, die ein bisschen schwierig war, vor allem in der Mitte da. Ganz gut überstanden soweit. So, bleibt mal schön da hinten stehen. Euch will keiner. Nice Block. Autsch! Der hat mich noch getroffen. Der Arrow, oder was war das? Ja, in der Tat, habe ich nicht mehr drauf geachtet, weil ich gucken wollte, da noch helfen können. Unangenehm. Der Block war auch ein bisschen nervig. Der Force darf wird relativ wichtig sein. Okay, den Tower verlieren wir. Wir sind viel unterwegs gerade. Ich hoffe, wir müssen aufpassen. Die kommen nämlich jetzt gerade. Ja, ein bisschen zu lang geblieben. Sollte einfach ab jetzt besser spielen. Würde schon reichen. So. Die gehen alle nach oben. Sehr schön. Das können wir oben noch verteidigen. Vielleicht ziehen sie sich aber auch eh schon zurück. Ja, viel Spaß, Packner. So. Nice one, Jungs. So, läuft doch. Okay, kommen wir zusammen. Feis. Kein Fall meinte ich Geist. So, jetzt wird hier mal ein... Tschüss. Der Sentry noch gelohnt, den ich mit dabei hatte. Naja, ich würde mal sagen, wir gehen zurück. Sind nur noch zu dritt hier. Und so richtig kommen wir gerade nicht weiter. Es gibt nochmal Mana für die Kollegen. So. Mhm. Tschüss. Ops, jetzt müssen wir langsam aufpassen. Komm! Na, ah, ganz knapp verpasst. Wow, trotzdem noch rausgekommen. Sehr nice. Ich habe endlich meinen Force-Staff.
Autsch. Okay, das lief jetzt alles nicht so ideal. Da haben wir uns irgendwie ziemlich vertan am Ende. Das war gerade seltsam. Das Ende war hier etwas seltsam. 18, 18. Okay, ich habe meinen Force-Staff, das ist schon mal ganz gut. Medusa farmt hoffentlich. Ich überlege gerade, was ich noch baue. Aghanims, Hex sind so zwei super Sachen. Irgendwas Kleines. Mechanism, Mana-mäßig. Mechanism wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, ich mache einen Mechanism. Ja, mach was. Na, ich verkaufe mal den einen noch. Hol nochmal Sand Reward oder Dust. Ich glaube, ich hole Dust. So. Für den Spinner nochmal. Na, sie haben Anti-Mage. Auch nicht so richtig schön. Vor allem nicht gegen Medusa. Dann noch sein Nether Ward in die Ecke gestellt, irgendwo da hinten. Ja, vielleicht überspringe ich das Mechanism dann doch, das Aghanims. Erhöht die Dauer nochmal, das ist schon ziemlich gut. Für die Teamkämpfe. Schon richtig. Wow, Knäppchen. So, Medusa farmt unten. Ich greife mal nur ein bisschen Level ab. Auch nicht so verkehrt. Schau mal von der Nähe, vielleicht ergibt sich hier eine Chance, dass jemand die Medusa ganken möchte. In der Mitte ist gerade Pagner zu sehen gewesen. Okay, den Tower kriegen wir ganz gut. Sehr schön. Killt ihn! Wow! Da haben meine Mana-Boots wenigstens die Bench gerettet. Dadurch, dass das Mana-Void nicht mehr so stark war dann. Guter Tausch. Ich gegen den... Ja, schön nach vorne stellen. Sehr gut. Ah, ein bisschen zu früh, glaube ich, den Power-Shot. Der ging noch in die Magie-Immunität rein, in die Stone-Form. Ja, sonst mal langsam aufpassen, dass er da nicht drauf geht. Ups, das war falsch. Mann, was mache ich denn? Ich stelle mich an gerade wie ein Idiot. I'm not stupid.
So. Irgendwas stimmt gerade nicht. Ich bin gerade zu doof zum Spielen. So, ich hole mal kurz meinen Point Booster. Vision immerhin. Aber so schnell killen wir ihn nicht ohne Verstärkung, sonst hätte ich ihn geglimpst, aber. Hey, wo ist denn der hin? Sonst bin ich im Kirchen. Passen gerade, out. Autsch. Das ging ganz schön nach hinten los im Endeffekt. Wir haben zwar den Bristol gekillt, aber wir haben 3 verloren. Bad fight, das stimmt leider. Mein Dust kam eben ein bisschen spät. Ups, mein Mikro sitzt irgendwie komisch. Mein Dust war eben ein bisschen spät, wie Chris Hanger eben meint. Komischer Name übrigens, wenn es so gemeint ist. Aber ja. Und das stimmt, der war nicht so super. Ah, sehr schön. Ihn doch noch erwischt. Ich hole mir noch einen Dust. Gegen Mirana Ulti. Gegen. Bounty offensichtlich. Jetzt der Packner wahrscheinlich schon weg. So weit kommt er dann doch nicht mit. Medusa braucht halt länger zum Farmen als Anti-Mage, potenziell aber stärker dann im Ultra-Late. So, jetzt sind sie alle da unterwegs. Ne, dann sieht ganz gut. So, jetzt geh ich mal weg. Noch schön Selbstmord begangen. Bin auf dem Weg. Brauche nur die Vision. Oh, gerade noch angekommen. Sehr schön. Jetzt hat den Anti-Mage da unten. Warte, mich pushing Bot. Nicht gern. Sehr schön.
Und den nächsten erwischt. Traum. Wie viel ich hier gerade geglimpst bekommen habe jedes Mal. Absolut super. So, wenn jetzt irgendjemand angeschissen kommt. Ja. Ist ein bisschen gefährlich an der Stelle. Hau hier mal ab. Immerhin den Tower gekriegt. Das war ziemlich wichtig. So, ein bisschen mehr HP. Ergenems habe ich bald fertig. Muss zwischendurch ein bisschen Spam im Twitch-Chat rausschmeißen. Aufpassen hier. Gang, gang. Okay, müssen ein bisschen aufpassen in der Mitte. Der Shadow Fiend da. Jetzt habe ich den Ulti wieder ready. Thunder approaches. Wow. Nice. Anti-Mage Kill gekriegt. Und mein Radiance ist fertig. Mein Radiance, mein Agonims. Okay, puh. Okay. Als nächstes baue ich einen Hex. Ein Scythe of Weiß. Sie macht das gut mit dem Support, dann konzentriere ich mich mal auf Items. Ich habe noch einen Dust dabei. Aufpassen müssen wir schon. Alle miss. Na, Ven spielt auch richtig gut. Was ist da oben los? Da ist der Anti-Mage. Okay, dass ich ein bisschen viel von erhofft. Oh.
her, komm her, komm her! Sauber. Ne, bisschen zu. Oh, da ist der Anti-Mage. Sehr gut, Jungs. Boah, traumhaft. Well played, everybody. Aber echt mal well played, everybody. Hammerhart gutes Teamplay hier. Sehr, sehr schön. Ja, das ist mal echt ein cooles Match. Obwohl es halt, auch zum Glück gab es keinen Geflame. Der Chef Fiend hat mich ja selber geschrieben, halt am Anfang echt, naja, scheiße gespielt. Es lief halt richtig, richtig scheiße für ihn. Warum auch immer. Aber die Moral im Team blieb gut und wir haben einfach weitergespielt und es läuft richtig gut gerade. Hammerhart. Richtig geile Teamfights. So macht das Spaß. Und ich bastel an meinem Hex. Ich überlasse der Venge gerade die Position 5 halt, aber es macht sie auch ganz gut. Sehr gut, jetzt habe ich den Ultimate Orb. Can you get him? Ja, bisschen zu weit, bisschen reinbaiten lassen. So, damit die Wave nicht zu schnell hier reinpusht. Ups, was geht da oben? Ich wollte unten den Tower verteidigen. Bin auf dem Weg. So, wir sollten uns da zurückziehen, gerade erstmal. Ja, Anti-Mage. Ist er gerade noch durchgekommen, schade. Bisschen Mana. Wenn sie den Stun. Gucken, wo der echte Anti-Mage ist. Na, da ist er nicht. Ja, ja, ja. Mein Kinetic Field sitzt manchmal nicht so gut. Hat einen Anti-Mage. Hat zum Glück nicht so wahnsinnig viel für 40 Minuten. Das ist unser Glück gerade noch. Das hat die Medusa inzwischen. Ja, noch nicht so wahnsinnig viel. 2,8 Gold immerhin. Venge weiter am Warden. Shadow Fiend. Ja. Wind Ranger. Ja, besser. Okay, Packner wieder da. Once again, Digital Sports.
Ja, trotzdem noch schwieriges Match, weil die Base schon so weit eingedrückt ist. Einmal nicht aufgepasst. Zerlegt ein der Anti-Mage eine Lane. Geht da oben im Kampf. Jetzt wäre ich da hingeportet. Ja, Dust wäre wahrscheinlich sinnvoller. Habe ich auch keinen Platz mehr. Jam. Okay, jetzt haben wir einen Jam. Jetzt geht's richtig los. Jungs, wir brauchen jemanden, der mal die Illusions mitkillt. Die Illusions killen nicht gerade den Tower sonst. Ich mache leider kein Right-Click-Damage. Wirklich so alleine ist. Das ist ziemlich easy vom Timing her mit Glimps. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Sehr schön. So, erstmal weg mit ihm. Ein bisschen Zeit kaufen. Jungs. Warum denn so spät? Einfach stumpf die Lane verlieren. Echt, das war schwach. Your top tower is under attack. Das war echt schwach. Stumpf die Lane verlieren. Jetzt haben wir nur eine Lane getauscht. Völlig ohne Grund. Wie sieht's denn aus mit Town Portals bei den Jungs? Ne? Keine Town Portals. Wahnsinn. Das ärgert mich jetzt, dass wir es wohl sinnlos verloren haben. Wegschicken. Dann will hier keiner. Dann können wir uns hier nicht um den Teamkampf besser kümmern. Sauber. Na, muss auf die Mirana Arrow ein bisschen achten. So, jetzt haut die weg, die Jungs. Sauber. Hm,
nicht ganz. Aber schön gemacht. In der Mitte ist Myrana. Town Portal mal mitnehmen. Den Tower sollten wir auf jeden Fall kriegen. Noch einmal Vision oder so. Schade. Schneller, brauch ein bisschen Vision. Baum. Warum ich ewig gestunt? Okay. Get rush, guys. Get back, get rush. Back. Einfach back, Jungs. So, ich verkaufe mal meinen Magic Wand. Und habe mein Hex, was ziemlich gut ist. Go for mal. Erstmal den blöden Nether Ward loswerden. Sehr schön. Bisschen Mana, die Wave hier abwehren. Und dann gehen wir unten lang. Die Lane nehme ich lang, wo unsere Wave schwächer ist. Na, ich glaube, der AM hat nicht ganz mit einem Hex gerechnet eben. Aber auch sonst wäre es ein bisschen gefährlich gewesen, aber ohne Hex. Na, trotzdem mit einem Stun plus Static Storm. Mini-Stun hätte schon gereicht von der Windranger oder Stun halt von der Venge. Deswegen ist schon ein bisschen doof. Nach dem Swap habe ich, das war mit dem Glimps, während der Glimps schon lief, hat die Venge gerade. Das war ein bisschen unglücklich. Okay, ein bisschen angreifen hier, out. Nur noch Tower-Aggro. Okay, BKB angemacht wahrscheinlich, ja. Remember destroying it just now was a wonderful memory.
Autsch. Ich gehe mal lieber. Vor allem, da ich auch den Gem habe. Ah, Knäppchen. Okay. Und jetzt sollten wir oben die Lane holen und immerhin die Melee Racks bekommen. Eigentlich bin ich langsam maxed out hier. Hat die Venge Geld? Ah, sie hat die genug Observer Wards, das passt. Mit dem Gem mal vorbeischauen, ob hier jemand ist. Double Damage liegt da. Sollten wir oben lang gehen. Ja, oben geht's schon los. Das Problem ist, wenn wir oben lang gehen, die Lane unten ist schon noch ein bisschen stärker und kann bei uns reinpushen. Und sie pusht halt gerade, deswegen, das heißt, wir haben sie eh gleich in der Base. I don't have TP, guys. Jemand muss unten verteidigen, ja. Die Windranger zum Beispiel. Naja, die bisschen einen Schritt zur Seite gehen sollen. Den Tower haben wir auf jeden Fall sicher. Na? Anti-Mage hier oben? Ja. Sehr schön. Okay. Ja, war so ein Verzweiflungspush von ihnen. Ich glaube, die Idee war gar nicht schlecht, das so zu versuchen. Hätten wir keine Townportals vielleicht gehabt oder so, hätten sie ja eine Lane einreißen können. Ah, noch auf Cooldown, weil ich zurückgeportet bin. Fuck. Ich dachte, ich kann gleich oben mit dazu. Ja, Disruptor spiele ich immer wieder gerne. Von den Supports, einer meiner Lieblingshelden. Sehr cooler Held, immer wieder in Teamkämpfen auch stark. Schön zum Platzen gebracht. Bottom enemy barracks. Your Mana is under attack. Jetzt mal gleich das BKB angeschmissen. Ja, sehr gut, die Windranger aus dem Nether Ward weg.
Puh, das sah am Anfang nicht unbedingt danach aus, dass es so sauber läuft. Aber, ja, schön gemacht. Ja, nicht mehr gekriegt. Thanks for caring, guys. Ja. Das war ein ziemlich cooles Spiel. Windranger und Medusa waren sogar zusammen. Ja, Glück gehabt mit dem Random. Disruptor mag ich eh. 24 Assists. 12 Kills. Passt. Hat echt Spaß gemacht. Macht sogar Supporten einigermaßen Spaß.